das Kinderlachen, auch das Lautsein, das Johlen und diese Freude am Leben haben, das ist Musik für die Zukunft. Jungscha ist für mich die Gemeinschaft, die mich aufgenommen hat, so wie ich bin. Jungscha ist die Organisation, die sich in der katholischen Kirche wesentlich positioniert für die Kinder. Was man in der Jungscha, glaube ich, ganz besonders lernt, ist, dass man die Gesellschaft, in der man lebt, mitgestalten kann, dass man eine Stimme hat und dass die auch gehört wird. Mir hat meine Mama erzählt, dass sie früher bei der Jungscha war und das war irgendwie viel cool, was sie natürlich das unbedingt da sehen und erleben. Aus meiner Sicht kann man in unterschiedlichen Lebenslagen unterschiedliche Erfahrungen bei der Jungscha sammeln, die für einen weiteren Lebenslauf extrem wertvoll sind. Eine große Möglichkeit, was man alles machen kann. Ich war wichtig und ich konnte eigentlich meine Stärken einbringen. Ich habe Gitarre gespielt, habe sehr gern gesungen, habe Kinder gern mögen und habe mit Kindern sehr gern gearbeitet. Ich finde das von den Jungscha-Leitern sehr wichtig, dass sie da die Kinder mitnehmen, weil das ist eine sehr große Verantwortung. Für Kinder aufpassen und vor allem, wenn es so viel sind, dass ihnen verloren geht oder so. Also wie ich mit meiner Jungscha-Gruppe einmal eine Fahrt gemacht habe durch Österreich und gemerkt habe, wie viel mir die Eltern damals zugetraut haben. Und es war ganz selbstverständlich, dass ich das tue und diese Verantwortung habe. Und ich glaube, deswegen habe ich sie auch gut wahrnehmen können, weil es mir zugetraut worden ist. Und das tut mir dann kein Leid, dass wir eine Woche früher sind. Ich glaube, dass gerade ein gutes Erleben einer Kinder- und Jugendarbeit eine sehr nachhaltige Wirkung hat auf die Einschätzung, wie Kirche ist. Und spontan fällt mir ein, dass die Jungscha der Grund war, warum ich wieder überhaupt in eine Pfarre zurückgekommen bin und nicht aus der Kirche ausgetreten bin. Ich ministriere gern, weil manche Freunde auch hingängen. Ganz eine lustige Geschichte war, dass der Pfarrer noch da hat er einen Wein getrunken und dann hat er danach kurz gerübst. Mein persönliches Jungscha-Highlight war sicherlich die Reise im Rahmen der Königsaktion nach Kenia, wo wir ein Projekt besucht haben und dort unseren eigenen Blick über den Tellerrand hinaus geöffnet haben. Ich gehe Sternsinger, weil es halt auch ein guter Zweck ist, die Leute gefreut zu haben, wenn wir dann die Torstingen und vor der Tür singen und das ist cool. Wir wünschen der Jungscha zum Geburtstag alles Gute. Viele Geschenke. Viel Glück. Ich wünsche, dass viel, viel mehr Leute in die Kirche gehen. Mehr Jungscha Kinder. Gesundheit. Viel Glück. Ja, noch einmal 75 Jahre. Ganz einfach. Ich wünsche der Jungscha, dass halt weiterhin so cool bleibt, wie es jetzt ist. Ich wünsche der Jungscha, dass alle Kinder und alle, die was mitmachen bei der Jungscha, den Segen von Gott haben. Dass es weiterhin viele Kaleidios gibt und Jungscha-Lager und auch normale Jungscha-Schranken. Ja, eben das alles. Die ganzen positiven Erlebnisse, die alle quasi mit Jungscha verbinden. Ich wünsche der Jungscha zum Geburtstag, dass sie weiterhin mutig ist und kritisch bleibt und sich für Kinder einsetzt und in der Kirche laut und jung ist. Jungscha ist cool!